Alright guys, this is Doc M, another Minecraft video. You heard it, and this is not the official Doc M77's new Minecraft watcher. Because Doc M77's Minecraft watcher is wieder einmal kaputt gemacht worden. Dank des schönen neuen Updates mit der schönen Zahl 1.3. Und für alle, die es noch nicht wissen, Doc M77 ist ein, ja, auch Minecraft, beziehungsweise generell Let's Player, ein Deutscher, macht aber seine Videos auf Englisch. Und ich meine, muss ich noch was sagen? Wie geil das hier alles ausschaut. Er baut einfach nur abgespaced, krass geile Sachen. Leider, wie gesagt, ist seine Welt jetzt hier im Arsch gewesen. Und er hat dann eben gesagt, dass er jetzt ein bisschen Zeit braucht und dann kommt er aber mit einer neuen Welt in 1.3 wieder. Er hat diese Welt hier mit ein paar anderen Minecraft-Let's Playern so weit wieder repariert, dass sie quasi in 1.3 wieder funktioniert. Einiges ist quasi anders als früher und er hat halt dann quasi die Welt zum Download freigegeben. Ich habe sie mir runtergeladen und möchte jetzt einmal herzeigen, was Doc M eigentlich alles gebaut hat. Also man kann eigentlich sagen, es ist alles von ihm, denn die ganzen Bugfixes quasi, die in 1.3 aufgetreten sind und dann eben ihm ein paar Leute geholfen haben, das ist eigentlich eher nicht der Rede wert. Also es ist natürlich schon der Rede wert, aber trotzdem würde ich immer noch sagen, ist die Hauptarbeit eigentlich vom Doc M. Und ich habe mir gedacht, für jeden, der Doc M noch nicht kennt und nicht recht viel mit dem anfangen kann und jetzt nicht auf die neue Staffel warten will oder sich die alte nicht anschauen will, habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Video dazu und schaue mal ein bisschen so in seiner Welt rum und zeige euch ein bisschen was. Ja, das ist quasi als Abschied von dieser Welt, von Doc M für diese Welt, mein Tribut. Denn ich finde, wie gesagt, er macht einfach nur saugeile Sachen und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das halt mal, heute mal. Am Anfang habt ihr das Intro von ihm gesehen, wenn ich es reingeschnitten habe. Da ist ein Skelett, kein Bogen dabei. Ihr startet, wenn ihr die Welt runterlädt, ungefähr hier, so schaut ihr, glaube ich, und ihr habt das im Inventar. Das werden wir später gleich noch weglegen, keine Ahnung, warum er das so gemacht hat. Ja. Wenn ihr euch vielleicht fragt, wo habe ich die Welt runtergeladen, in der Videobeschreibung ist ein Link, und zwar nicht zur Welt, wo ihr runterladen könnt, sondern zu dem Video. Das ist sein letztes Video von dieser Welt. Und da ist in der Videobeschreibung der Link und ich möchte euch eben nicht zum direkten Download, sondern eben zu seinem Kanal und zu seinem Video eben hinführen. Denn ja, es ist nicht meine Arbeit, sondern es ist sein Prachtwerk. Und ja. Das solltet ihr euch auf alle Fälle mal anschauen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Aber ich würde jetzt sagen, wir beginnen einfach mal. Und ihr seht ja schon, es sieht ein bisschen flach aus. alles schön mit Wasser und so. Das ist quasi sein Perimeter. Und in der Mitte seht ihr ein kleines Grasteil und somit hat er eigentlich angefangen. Das ist der Perimeter of Life. Das heißt, weil der Umkreis von hier, glaube ich, 200 noch was Blöcke sind jeweils. Von da nach da und so. Und hier in der Mitte spawnen quasi nur Tiere. Früher war das so. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Aber warum hier drin nur Schweine sind, dazu kommen wir vielleicht später noch. Noch was dazu zu sagen. Das Video werde ich wahrscheinlich wieder in mehrere Teile unterteilen, so wie beim Let's Show. Ich weiß noch nicht, ob ich dann quasi das normale LP komplett unterbrechen werde oder ob ich, was weiß ich, jeden zweiten Tag nur oder immer gerade einmal in der Woche oder dreimal in der Woche oder was auch immer. Vielleicht immer am Wochenende, immer Samstag, Sonntags, ein Video hochlade von denen hier. Ich weiß es noch nicht. Oder abwechselnd. Das seht ihr dann. Und ja, mal schauen, wie viele Parts es werden. Ich hoffe, euch gefällt die Tour, die ich jetzt euch hier so durch
stellen werde. Alles weiß ich auch nicht, zum Beispiel das da. Die Folge habe ich irgendwie verpasst oder übersprungen, ich weiß es nicht. Das ist irgend so ein Fliegteil, aber was genau ist es, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir es herausfinden. Ich würde sagen, ich begebe mich jetzt kurz nach unten und komme dann wieder hoch mit einem leeren Inventar und dann machen wir weiter. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe mein Inventar geleert und ein bisschen, ja, zum Rumbewegen ein paar Enderperlen mitgenommen. Ein bisschen Fleisch und ein bisschen Kohle. Eigentlich wollte ich noch Sticks holen und Fackeln machen, aber irgendwie habe ich in seinem Werk keine Holz gefunden. Kein Holz gefunden. Aber wurscht. Normal ist, dürfte alles gut ausgeleuchtet sein. Ich würde einfach mal sagen, wir starten von hier oben. Und das ist nämlich sein Anfang und sein Ende Tower immer. Und das ist eigentlich das, ja, nicht Symbol, aber hier startet er halt immer. Und um runterzukommen in seinen Hauptbereich, den man hier ein bisschen schwer sieht durch das ganze Eisback, wie auch immer, würde ich einfach sagen, wir gehen einfach mal runter. Hui! Und dann befinden wir uns in der Basisplattform. Und von hier aus seht ihr auch den neuen Aufzug, den er dafür extra eingebaut hat. Früher war hier ein Zipper Tower, das heißt, du stellst dich rein, dann kommt zack, 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 zack. Jetzt, wie der funktioniert, weiß ich nicht genau, aber es ist so ähnlich. Und man kommt auch hier oben an. Und das ist eine Detektor-Line. Und sobald ich hier oben bin, geht dieser Block automatisch raus, das heißt, ich kann nicht runterfallen. Genau. Und wenn ich wieder runter will, eben wieder ganz normal runter, fertig. So viel dazu. Man kann natürlich auch die Coco Beans harvesten und wieder neu hinsetzen. Aber dann, glaube ich, funktioniert das nicht mehr, weil sie dann kein, also nicht mehr das ganze Block gezählt werden. Genau. Wurscht. Weg damit. Braucht man nicht. Gut, von hier aus kommt man dann eigentlich zu jedem beliebigen Bauteil, das er so hat. Unter anderem hier, ist auch ein neues Aufzugssystem quasi, und dazu kommen wir aber später noch, denn wo wir da rauskommen, zeige ich euch gleich noch. Bevor wir hier die oberen Bauteile nehmen, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in seinen Hauptbasisbereich und der geht einfach nur hier runter. Und da sehen wir schon, dass ich noch was vergessen habe. Okay, bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt eigentlich nur die Bilder Texture Pack Datei vom DocM77 Texture Pack mit eingebaut. Und ja, weil ich dachte, die passen dazu einfach besser, denn er hat sie auch so ausgewählt. Das Texture Pack, wie ihr jetzt hier seht, ist übrigens das Texture Pack von DocM. Nicht ganz, glaube ich. Weil soweit ich weiß, seit wann habe ich diese schwulen Dinger da drin? Im Ernst, die habe ich normalerweise nicht drin. Das überrascht mich jetzt gerade selber. Muss ich vielleicht nochmal nachschauen. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Jetzt mit dem offiziellen Texture Pack zwar, aber jetzt stimmt irgendwie das mit dem HD-Font nicht mehr. Vielleicht funktioniert das nur bei Standard Glass Texture. Oh, da ist ein Glitchy Mob unterwegs. Auf sowas muss man immer achten, wenn man sich hier in der Welt nur einloggt. Nein, tu das nicht. Du darfst das nicht tun. Dankeschön. Und der steht da auch irgendwie ein bisschen komisch rum. Naja. Fall rein, wo du reinfallen willst. Aber nerv mich nicht. Auf alle Fälle, jetzt sind wir im richtigen DocM's Texture Pack drin. 1.3.1. Der Link befindet sich auf seinem Kanal, aber auch in der Videobeschreibung, falls ihr es direkt downloaden wollt. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten habt ihr. Jetzt sind wir hier unten in seinem Basissystem, das hier auch früher ganz anders mal aussah, mit einem kompletten Mob-Sorting-System für Schweine,
Schafe, Kühe und Wölfe. Und leider nicht mehr alles da, denn das Ganze musste geändert werden, denn das funktionierte nicht mehr. Über die Versionsgeschichte hinweg wurde das alles geändert. Das hier ist ein Mob-Elevator, das heißt, da unten befindet sich eine Mob-Farm. Dazu kommen wir aber auch später auch noch. Und ich würde einfach mal sagen, ich gehe hier einfach mal ein bisschen rein um. Ich würde mal sagen, wir fangen hier mal an, weil hier kommen wir runter. Und ich fange einfach mal rechts hier drum an. Das ist hier eigentlich sein, ja, ein paar Kisten Storage Room. Nennen wir es mal. Wofür der Hebel ist, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, für Kaktusfarm. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir wollen, ja genau, das ist eine Kaktusfarm. Aber die wollen wir nicht. Weg damit. Ja, hier in den Truhen befinden sich eigentlich so ein paar Werkgegenstände, die er irgendwie so mal knapp zufällig hat. Das könnten wir mal mitnehmen. Und das könnten wir vielleicht auch mal Notfallsreserven halber mitnehmen. Ja, wie gesagt, hier befindet sich alles, was er sich so angestaut hat. Spezielle Wertsachen befinden sich hier, glaube ich. Genau, hier ist ein bisschen Eisen drin. Hier nix. Hier ist auch noch ein bisschen Eisen drin. Glas, nix. Kohle und Eisen. Noch mehr Kohle. Noch mehr Gold. Ich mache mal kurz den Sound noch ein bisschen leiser, weil die Mobs da unten nerven mich ein bisschen. Noch so ein bisschen Zeug. Füllen wir hier wieder auf. Und ja, er hat schon ein bisschen was rumliegen. Aber die sind bei ihm relativ gut verstreut, seine Sachen. Ja, hier drin gab es dann eigentlich überall ziemlich voll, wenn ich mal eine Kiste finden soll, genau. Und sowas halt. Gut, dann geht's aber noch hier runter. Und das ist eigentlich auch ein Hauptbestandteil gewesen, das er mal gebracht hat. Ach, das sind meine Kaktus, die ich da runtergeworfen habe. Und man kann hier mehrere Möglichkeiten auswählen. Momentan haben wir 43 Mobs da drin. Ich müsste mal... Ja, seht ihr, die können mich sogar da durch anschießen. Und explodieren können sie auch fast. Und das nennt man einen Glitchy-Mob, der ganz schön weit geglitscht ist. Wenn ich jetzt noch ein bisschen darüber bekomme. Wow, wie weit will denn der noch glitschen? Zack, jetzt ist er zurück. Ja, die kommen nämlich momentan von hier oben durch. Fahren hier rein, fahren hier rüber und gehen dann da runter. Ich kann jetzt auch hier diesen Hebel ändern. Zack. Und dann fahren sie nach links, kommen hier oben hin und fallen dann wieder runter und landen dann hier. Und da kann ich sie dann quasi wie als eine XP-Farm nutzen. Das machen wir aber nicht, weil sonst haben wir sie hier rumstehen. Was wir hier machen können, ist, glaube ich, das schon mal. Sollte man aber wahrscheinlich nicht machen. Wasser, man kann sie ertränken. Alle schön qualvoll. Hallo? Genau. Dann kann man aber auch noch... Wofür der Hebel ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht angeschlossen. Ah, dann kann man sie noch erdrücken. Aber in Close, dann funktioniert das nicht. Hier kann man sich dann die Sachen rausholen. Und hier... Ah ja, genau. Hier geht diese kleine Tür auf. Und hier kommt man eigentlich zu... Wo kommt man da raus? Ach, genau. Hier kann man quasi die Mob von unten anschauen. Das war sein ursprünglicher Plan, eine Slimeform zu bauen. Hat nicht funktioniert, um das gleich mal vorwegzunehmen. Hier unten ist Wasser, okay. Und hier kommt man dann raus. Hier ist quasi seine Farm. Und hier ist eine Tür offen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Dann baue ich mal kurz ein paar Blöcke. Gehst du weg da? Genau.